Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's. So Leute, Robert Whittaker will sich rächen, Israel Adesanya droht ihm. Freunde, das sind einfach mal die besten Voraussetzungen für ein krasses Bout. Robert the Reaper und Israel the Stylebender kehren, wie ich in einem vorherigen Video schon gesagt habe, bei der UFC 271 am 12. Februar im Toyota Center in Houston zurück. Das angefeuerte Rematch zwischen beiden wird ein absolut legendäres Match. Für Whittaker bietet sich die Chance, den Gürtel zurückzugewinnen und Adesanya in den Schatten zu stellen. Der Stylebender warte in den Medien mit, das wird schlimmer als beim ersten Mal. The Reaper wird nach der Niederlage gegen Adesanya die Warnung ernst zu nehmen wissen und sich dementsprechend vorbereiten müssen, um seine Chancen deutlich steigern zu können. Whittaker hat für das zweite Aufeinandertreffen zumindest den Vorteil zu wissen, über welche Schlagkraft sein Kontrahent verfügt, welche Techniken bevorzugt angewendet werden, um Schläge zu neutralisieren. Schau mir in die Augen, essen, schlafen, trainieren, wiederholen, das ist ein Plan, der nicht zu schlagen ist. Das wird schlimmer als beim ersten Mal. Ob eine noch genauere Äußerung möglich ist, kann ich mir kaum vorstellen. Adesanya klingt für mich so, als hätte er jede Sequenz der UFC 271 schon zu 100% vor seinem geistigen Auge und seinen Arm wieder als Gewinner oben. Robert Whittaker hat seine Niederlage akzeptiert. Er hat endlich zugegeben, dass ich in seinem Kopf war. Er war zu emotional. Er trainiert und das motiviert. Genau das treibt mich morgens an, ihn noch mehr als beim ersten Mal zum Schweigen zu bringen. Ob Adesanya sich wirklich anmaßen kann, in Whittakers Kopf eingedrungen zu sein und das angeblich gewonnene mentale Game zum Hauptgrund für den K.O.-Sieg erklärt, kann und will ich an der Stelle gar nicht entscheiden. Der globale Hype um Israel Adesanya und seine furchterregenden Performances haben Robert Whittaker vor dem ersten Kampf mit Sicherheit nicht kalt gelassen. Ein gehypter Kämpfer, Gegner in Kombination mit einer Championship sorgt schnell für kurz- oder langfristige Unsicherheit, dass Israel aber direkt Mystic Mac-like in Roberts Kopf war, glaube ich, eher weniger. Die entsprechenden verbalen Skills und so weiter hat er einfach nicht. Adesanya wird es aber guten Trash-Talk hin oder her mit Leichtigkeit schaffen, Whittaker höllische Runden zu verschaffen. Das steht absolut außer Frage. Auf Tapology werden Israel Adesanya 73% zugesprochen, das Rematch durch KO, TKO zu beenden. Robert Whittaker verbleibt mit gerade mal 27% den Wertungen zufolge, also nicht die besten Aussichten, als Sieger hervorzugehen. Prediction-Video folgt am 10. Februar.